Bülti, erstmal ganz offiziell herzlichen Glückwunsch zum 100. Bundesligaspiel und dann auch noch so ein Spiel am vergangenen Samstag. Wie viel Rückenwind gibt euch das für die englische Woche? Ja, viel. Ich glaube, wir haben eine richtig gute Mannschaft geschlagen, auch wenn es am Ende vielleicht ein bisschen glücklich war. Gibt uns das eine Menge Selbstvertrauen, weil ich glaube, jetzt gegen Dortmund erwartet uns eine ähnlich starke Mannschaft. Ich würde dem Spiel mal das Prädikat intensiv verleihen. Ich glaube, das ist nicht zu hoch gegriffen. Leider Pavel angeschlagen, Grillo angeschlagen. Wie fit ist so der Rest der Truppe? Oh, bisher habe ich einen guten Eindruck. Also ich glaube, das sind die einzigen beiden, die ja, aus dem Spiel angeschlagen rausgegangen sind. Ich glaube, der Rest ist fit. Ich denke, wir haben eine große, gute Truppe zusammen. Und ja, wenn einer ausfällt, springt der nächste halt ein. Pokalabend, Flutlichtspiel in Dortmund. Was macht das mit dir? Ja, Vorfreude. Ich glaube, stimmungstechnisch wird das sicherlich ein schönes Spiel. Ist eine Aufgabe, die sicherlich interessant ist, die auch schwer ist. Vor, ich glaube, 2-3 Wochen haben wir schon mal gegen Dortmund gespielt. Da haben wir eigentlich gut gespielt, haben ein bisschen unglücklich verloren. Pokalspiel ist dann nochmal wieder ein anderes Spiel. Wir gehen selbstbewusster hin und versuchen natürlich eine Runde weiterzukommen. Du hast gerade gesagt, Pokalspiel ist nochmal ein anderes Spiel. Rino hat heute in der PK gemeint, das ist die Möglichkeit, mit wenig Spielen trotzdem einen Titel zu holen. Macht das den Reiz dieses Wettbewerbs aus? Ja, absolut. Ja, klar, jeder hat irgendwie vor Augen, vielleicht mal ins Finale nach Berlin zu kommen. Natürlich ist jetzt das Los in der zweiten Runde auch sitzt in Dortmund. Sicherlich kann man da nicht von Losglück sprechen, was man vielleicht hier und da auch mal braucht. Aber ja, es ist eine Aufgabe, die man schaffen kann, die sicherlich sehr schwer ist. Aber ich bin optimistisch. Die TSG und du, ihr habt eines gemeinsam. Bislang war im DFB-Pokal immer spätestens im Viertelfinale Schluss. Warum diesmal nicht? Ja, wird einfach mal Zeit. Ich habe es unter der Woche auch schon mal gesagt, ich bin bisher noch nicht so weit im DFB-Pokal gekommen. Deswegen wird es jetzt mal Zeit. Klar, das ist auch für mich ein besonderes Spiel, immer noch. Ja, natürlich nimmt man sich vor, ja, auch da ein Tor zu schießen.